Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zu uns Let's Play Tales of Terraria. In der letzten Folge haben wir einen Schmelztiegel versucht mit Edna und haben es geschafft. Bams. Dann haben wir noch einen Irisstein gefunden, der von einem anderen Typen gegessen wurde. Von einem Helion. Ich habe erst einmal gehört habe. Und das Mensch, den irgendwie gegessen hat, mich irgendwie an Son Goku erinnert, als den Dragon Ball GT Dragon Ball gefuttert hat. Irgendwie so ist das, glaube ich, abgelaufen, ne? Nur dann Helion war hier. So, Trisolde-Höhle. Es kam ein Skit, also nicht ein Skit, aber so eine Bemerkung von, hör, ob der Dingens hier ist, der, ey, war ich da schon. Hä? Stimmt. Also, okay. Dann ist hier, glaube ich, nichts. Verdammt! Dann, wo ist das Gebiet denn? Er ist ein neuer Held. Hör zu, Ritschbarkwald ist nicht gerade ein sicherer Ort. Okay, aber hier kam irgendwie so was. Also dachte ich, hier ist das. Vor allem, ich habe keine Ahnung, was sein könnte. Das könnte hier unten sein. Im Süden. Südliche Oase. Da, ne? Okay. Was hat das hier? Ah ja, hier ist das. Ach, gucken wir mal. Ich habe die Ausrüstung mal so ein bisschen ummodifiziert. Haben einige Leute mehr Verteidigung oder mehr Angriff, also nur gutes Zeug. Ja, hier haben wir schon mal jemand Wichtiges. Im Häftlingstauschsumpf gibt es ein Dorf, das von einer heiligen Frau gegründet wurde. Das muss etwas Merkwürdiges gewesen sein, einfach so ein Dorf im Nirgendwo zu gründen. Das hier ist nichts Besonderes. Okay. Da ist ein Monolith. Stoßanzeige, hier vergeht du ein Ahnendes und mehr Sterne erhältst. Dadurch werden nicht nur seine, okay, das ist gut, seine SK-Kosten gesenkt. Je mehr Sterne du für alle Arts hast, desto höher ist deine anfängliche SA im Kampf. Was? Das heißt auch, dass Arts, die du nicht sonderlich magst, praktisch sein können. Nutze nicht nur deine Lieblingsarts, nutze sie alle. Du könntest sogar herausfinden, wie du diejenigen, die du schon abgeschrieben hast, sinnvoll einsetzen kannst. Das wollte ich schon sehr lange wissen, weil dann, okay, jetzt ist noch sehr weit entfernt, dass ich hier einige abstellen kann. Aber dass dadurch die SA erhöht werden, das ist doch gut. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Dann sollte ich wohl die schlechten Arts, also die nicht so oft benutzten Arts, auch öfter benutzen. Hier ist ein bisschen offener, als ich jetzt gedacht hätte. Ich dachte, da wäre hier eine Höhle oder so. Aber nee, falsch gedacht. Antriebsstiefel. Bitte sag mir, das ist so ein Pendant von Superbeschleunigungsstiefel. Anscheinend nicht. Fokus nur. Nur Fokus, was soll ich denn damit? Oder wäre so ein Pendant von Superbeschleunigungsstiefel, was die besten Stiefel für Männers sind im Moment. Aber anscheinend nicht. Ah. Ihr seht aus wie Art-Anwender. Nee, darauf kann ich verzichten. Bitte. Ich werde euch ja wohl irgendwie so im normalen Kampf irgendwie so... Weißt du was, komm her. Nein, so wollte ich das nicht haben. Boah.
Schwäche Erde, Edna. Lass nicht lange fackeln. Rose, ich wollte schon sagen. Was hat das für eine Reichweite? Ich treffe die da hinten. Ich wollte eigentlich. Aber ganz schnell hier. Ah. So, komm. Auf. Boah, der Angriff wird echt abgebrochen. Wenn ich da zwischen angegriffen werde, ich krieg die Krise. Warum wurde ich nicht geheilt? Irgendeine Staatserkrankung, glaube ich, ne? Oh. Ich breck hier. Boah, leck mich am. Derber Schlag. Und lass mich jetzt heilen. Oh. Es ist immer bei solchen Art Anwender. Oh. Warte mal, wo bist du? Oh mein Gott, ey. Satten, boah, dauert das ewig. Oh, perfekt. Oh. Ab hier. Boah, könnt ihr mal aufhören mit den Rachebeißhaken? Das geht mir so auf die Eier. Das ist aber eine schlechte Idee, um die zu kämpfen. Nein. Oh, echt. Ach ja, ich war am Flüchten. Oh, ich hasse so Art Anwender. Die hast du gar keine Chance. Egal in welchem Gebiet, egal wie stark, ey. Immer wieder ein scheiß Arzt. Da bin ich geflüchtet, ey. So was von Kotzen, wenn ich so was hier wieder sehe. Okay. Oh, geh weg, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Boah, ihr geht weg. Bin ich hier? Nein, geh weg. Will ich gegen euch kämpfen, Mann. Oh. Also wenn ein Gegner irgendwie so Dingens hier nur Arzt einsetzt in einen Kampf. Ein Gegner, aber das ist ja immer ein ganzer Trupp von diesen Viechern. Das ist ja Federmotor, ist glaube ich nicht so gut. Ah, bist du denn? Du bist ein normales Viech, ne? Mal von da bin ich nicht gekommen, ne? Ja, noch ein bisschen. Ja, komm her. Ja, du kannst auszaubern. Schwäche Erde. Ist das auch Arzt ein? Ehrlich? Habe ich doch hier verarschen. Ja, komm her. Fackel mal nicht lange. Da, ich kann die nicht beim Zaubern abhalten. Verstehe ich nicht. Ich dachte, irgendwelche Arzt sind dort effektiv gegen die. Aber ist ja egal, welchen Angriff ich einsetze, sie sind irgendwie immer nicht anfällig. Da, ich greife normal an, bringt nichts.
Okay, wahrscheinlich sind genau die Angriffe nicht effektiv. Was weiß ich, weiter. Squidkuchen prüfen. Purpurrote Blume. Eine einzige rote Blume.赤いのが1つ。風情があるね。俺は逆がいいけど。なぜ一輪だけ赤いんだろう。こう言ってんっていうからじゃない?それで納得できるのはすごいな。じゃあ、そこから。調べてみたら?そうだ。資質に差があるのかもしれない。頑張れよ。それ吸血植物だけど。先に言ってくれ。男は傷ついて大人になるんだぜ、肉は。拒否するよ。ザビーダみたいな大人になるのは。 Okay, wenn du was sagst, dann muss es ja stimmen. Wenn eins zerwählt auf jeden Fall ist, dann Mann, den euch einfach dann Dreck. Boah, wo? Komm her! Ja genau, zerwählt. Zerstört das Viech. Oh. Schnell töten, danke. Jetzt erstmal. Wüste gar. Duft, duft. Da, da. So, Topaz-Stiefel, das ist glaube ich auch wieder was Neues. Oder auch nicht. Vor allem, wenn er nur einen Effekt hat. Bäh. Geh weg damit. Levelaufstieg erhöhen deine Basiswerte, aber der Gesamtwert der Erhöhung hängt von der Figur. Welcher Wert am meisten steigt, kommt auf die Werte der Figuren und auf den Boni der Ausrüstung. Weil du das kompliziert findest, denk daran, wenn du einen Wert erhöhen willst, erhöhe ihn zuerst durch die Nutzung der Ausrüstung und dein natürliches Wachstum erledige ich den Rest. Okay, das heißt, ich nehme jetzt mal an, wenn ich viel auf Verteidigung aufballer über Ätna, dann erhöht sich ihre Verteidigung noch zusätzlich oder wie? Da teilt man mir das jetzt erst so am Ende des Spiels sagt, ne? Wo ich jetzt schon 50 Level so hinter mir habe, ne? So so als, als Info. Geil. Fällt mir auch gerade ein. Ich habe 20. Ich kann mal wieder was hier reinballern irgendwo. Was kostet denn 20 und was ist denn halbwegs? Gut. Das ist mein Schritt. Einmal noch mein Angriffshaus auf den kommen. Allerdings sollst du die Eskip ASK verbrauchen. 2, 10, was weiß ich. Irgendwas. Ja, das ist natürlich gut. So, aber jetzt sind wir so bei den 30ern noch. Ja, das kann ich mir abschminken. Nutze einen schnellen Schritt, um viermal nach einer rasches Ausweichen ausführen, ohne Schaden zu nehmen. Wieso nicht? Das war erstmal eine hier. Schon längst vergessen, was ich ja gerade gewählt habe. Dann wieder zurück. Nehme ich an. Zum Teufel! Nein, nix da. Na, ich kann machen, was ich will. Das wird nicht abgebrochen. Mach die fertig. Okay, Trainingseinheit machen, wenn ich hier schon so viele Kämpfe mache, hab ich das Gefühl. Aber Training zahlt auf jeden Fall aus. Habe ich sowieso immer nur 150. Mann. Ich spiele zwar auch schwer, aber trotzdem.
kommt es nicht sofort, als würde ich so deutlich viel mehr Erfahrungspunkte bekommen wie vor, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden des Spiels. Ja, da kann man sich doch bestimmt porten. So, und ich brauche, glaube ich, Gesundheitsherstellung. So, da kann ich doch bestimmt drüber, ne? Was zum. Was zum. Was bist du denn? Wechsel mich einfach da durch. Ja, den Angriff kann ich auch nicht abbrechen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Irgendwie muss man die Zauber von den Gegnern abbrechen können. Ja, wer hat ja ungefähr. Ja, der ist halt super. Ja, er konnte nicht raus, ne? Wir müssen ja auf der Brücke kämpfen. The Clash on the Big Bridge. Lass uns kämpfen, wie Männer und Frauen. Und Frauen, die sich anziehen wie Männer. Ah, schön. War schon lange nicht mehr gespielt, Final Fantasy 5. Nur Goldthron sind hier. Was bist du denn? Nahtlos Plantus, was? Warum kommt ja kein Dialog? Und natürlich habe ich noch nicht gekämpft, oder? Oh, jetzt habe ich euch alle. Oh. Ja, oh, sehr gut. Gefällig. Boah, ich liebe diesen Angriff. So. Ich bin schon ein bisschen durcheinander. Wir gehen nach unten, glaube ich. Oder? Das ist ein Kraut. Okay. Ruine, ich werde verrückt. Oh. Da wartet bestimmt irgendwann ein Boss oder so, ne? Mini-Boss. Die Seesterne sieht aber besser aus als in Tales of Graces F. Da war der irgendwie voll nervig. Die waren so kleine, irgendwie haben sich bewegt, als hätten sie Probleme. So, weh, hier oben ist nix. Und da ist ein Schmelztiegel, sehe ich gerade. Ja, ich speichere mal, weil war nur durcheinander hier bis jetzt. Okay. Für wen? Warte mal, Schmelztiegel, für wen? Ist der jetzt Fire Alicia? Oh Gott. Das ist auch einer. Schicklichkeitsdekor. Geh weg! Boah, Angriff. Junge, was nur Angriff erhöht. Schade. Ihr wirbelt nur bedrohliche Rosheit. Bosheit und mehr. Nur Rose und ein Seraph dürfen eintreten. Ah, okay. Später. Okay, dann gibt es aber sowas. Dann gibt es wahrscheinlich auch mit Surrey irgendwann ein. Nehme ich an. Wir müssen ja noch den mit Zavet machen. Wenn der für Zavet ist, ich nehme an, der ist für Zavet. Weil ich konnte mit dem nichts anfangen, dem Savgodmore. Ich nehme jetzt einfach mal an, der ist für Zavet.
Weil den hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht. So. Ich weiß, du bist nicht eine Pflanze. Du kannst mich nicht täuschen. Ah. Was haben wir gewonnen? Next, das ist wunderbar. So, mag ich nicht. Einfach nur irgendwie so was. Ach, da ist was. Boah, war gerade am Renten hier so. Ja, und sieht aus wie eine Sackgasse. Da ist noch ein Kraut, da ist noch ein Viech wahrscheinlich. Komm schon darüber, ne? Jawohl, Bams. Ha! Piss dich. Du auch, ja? Ja, habe ich mir gedacht. So. Nein! Kommt der her? So. Boah, wo kommen die alle her? Ich komm mal auf die Gegner, ihr lasst mich in Ruhe. So. Und hier die Musik auch. Da wartet. Ist das schon wieder, Viech? Das hat leicht Viech beim letzten verlassenen Dorf, ne? Oh, super. Weil das Viech war ja überhaupt nicht stark, ne? Ne. Ah, okay. Aber Rose hat schon angedeutet, dass hier irgendwie zeitbegrenzt sein könnte. Weil hier viel mehr Leute sterben, als rauskommen. Deswegen nehme ich mal an. Und da ist eine Ruine. Ah, fröhliche Musik. Und da oben ist irgendwas. Okay. Ist es etwas? Traumrum. Hier kann man bestimmt irgendwo runterspringen, ne? Auch nicht. Weil wegen Abkürzung und so, aber. Ja gut, dann kämpfen wir mal gegen das Einviech da hinten. Na gut. Wenn wir die schaffen, gut. Wenn nicht, dann... Ich trainieren. Du kannst aber bestimmt Artverteidigungs... du kannst aber bestimmt viele Arts und so, ne? Hier gehe ich mal auf Verteidigung. Eurial. 74. Fertigkeit, die einen von der Verstärkung schützt, ist die Aegis, die einen Bonusfähigkeit, die durch Kumulation von 6-mal der gleichen Grundfertigkeit. Was? Also, wenn du bis jetzt noch keinen 6 Grundfertigkeiten kumuliert hast, sollst du wohl lieber Kehrt machen. Super. Stimmt, wir haben ja nicht mehr Esel. Nein. Du bist schwach gegen gar nichts, ist gut. Feuer, Feuerwind, also Erde nur, super. Ja, sieht aus wie eine Viech, ne, vom letzten Mal. Und die letzte war auch irgendwie am Anfang sehr schwach, ne, und dann hat sie irgendwie alles gewonnen, glaube ich, war irgendwie so, ne. Wow. Aua. Jetzt kann er Dings verschwenden. Ja, ich glaube, das Viech schafft man nicht. Ja.
Hab das hier. 50. Oh mein Gott. Aber das schaffen ich glaube eher nicht. Bin ich mir ein oder geht die SA einfach nicht hoch von mir? Ich will die ganze Zeit auf 3. Aber ja. Ja, ich bezweifle, dass wir es nicht schaffen. Legt bestimmt am Ende voll los. Naja. Jetzt habe ich 4. Boah, warum dauert das so lange, bis ich meine SK, meine SA meine ich. Sehr gut. Uff. 2000, ja super. Oh, was? Alle sind versteinert, geil. Leila. Das bringt nichts. Ja, super. Macht einen so einen Kackangriff und... Ah, super, was ist das denn? Eines Feindes zum... Ja, pff. Geil. Alle sind wieder am Leben. Hier von dem Angriff sollte ich mich fernhalten. Welchen die natürlich jetzt voll spammt. Und jetzt sind die beiden auch noch. Bin ich jetzt mal überhaupt nicht geil. Ja, kann doch ewig dauern hier. Kannst ruhig mal die beiden angreifen, aber machst du nicht, ne? Ist ja sowas von klar. Mann! Okay, du greifst die an, sehr gut. Also nicht gut, aber weiß schon. Ich lasse euch nicht von den Angriff hier die ganze Zeit treffen, wenn es geht. Alter, Leute. Don't die so fast. Toll, das klappt immer. Oh, ja, das ist so. Ich glaube, ich voll viel abziehen, habe ich das Gefühl. Da kommt The Wall of Fire. Sag mal betäubt oder so, bitte. Ja, ich glaube, die Kombi bringt's. Wenn wir die einmal in Angriff drin haben, ist ja gut. Oh nein. Wo ist, glaube ich, irgendwie besser, wenn ihr getrennt seid. Leila, bitte macht das sofort. Nein. Oh Leute, ihr seid immer in der Schussrichtung. Komm. Ich wollte eigentlich Dings machen. Ja, nur 11.000, kommen. Leila.
So eine Mystikart und dann klappt das hoffentlich. Ich muss auf die zurennen, dann kann ich halt abbrechen. Ich habe ja diese Kampfdingens hier. Nein, nicht ich will betäubt sein. Ihr sollt betäubt sein. Boah, echt? Leider. Nicht witzig. Ja. Voll, das macht noch Schaden. Nee, ich krieg die Krise. Mach doch ein Dingensschritt. Ja, super, jetzt ist Leila nicht am Leben, ihr Idioten. Ja, ihr macht mich fertig, wisst ihr eigentlich? Der ist gar gegen immun. Aber wir Leila ist nicht gleich am Leben. Leila muss am Leben sein. Jetzt bist du betäubt. Ich krieg die Krise. Quickness. Leila, du musst am Leben sein. Komm schon. Das ist natürlich jetzt geil. Ich habe verloren. Geil. Sack Gesicht von einem Viech. Du sollst nicht nach vorne, du sollst eine Seitwärtsschritt machen. Die springt, der springt die ganze Zeit nach vorne, obwohl ich einen Seitwärtsschritt machen will. Ey, ich krieg die Krise. Oh. Boah, 32 Minuten. Echt? Nein. Alter, jetzt muss ich darauf warten bis zwei. Oh mein Gott. Edna ist am Leben. Ja, es ist mit Cleo weg. Ah ja. So, ehrlich. Mit Cleo ist am Leben, ne? Nein, nein, nein. Kann sich irgendjemand verbinden? Oh mein Gott, ich krieg die Krise. Ich will doch nur das Tier. Niemand verreckt. Oh mein Gott, hör auf mit dem Scheiß. Boah, ich krieg die Krise. Ihr sagt mir, ihr kriegt Erfahrungspunkte, wenn ihr versteinert seid. Wenn nicht, dann mache ich den Kampf nochmal auf Screen. So, wer kriegt jetzt keine Erfahrung, sonst flippe ich aus. Schon wieder von so einer weiten Kamerasicht. やばいぞ、セレ。余力を残してやった。クソ、また消化できなかった。敵が1枚上手だったわね。ね、今の氷馬が。ああ。聖者だったんだ。いや。信じた民衆に裏切られて。メデューサ氏は独善や憎悪に染まった女性が変化した氷馬とされています。
通りで睨まれると固まっちまうわけだ。聖女は修道女なんだし、ペンドラゴンの教会行けば何か手がかりあるかも。調べてみよう。あんな兵馬を野放しにはできない。 Jetzt sieht man ihre Steine. Alle haben Level abbekommen, gut. Boah, ey, das war schon wieder so shit. 585, ja. Dann wird auf Layla wieder mit ihren. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Diesen Frustkampf. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.